Hi, ich bin heute unterwegs für euch, denn ich habe heute einen Gast. Ja, dafür muss ich mich auf den Weg machen. Ich interviewe heute nämlich die Finja. Das ist ein Hund vom Bekannten. Und wir haben uns gedacht, hey, wir machen mal so ein bisschen was anderes. Und ja, ich würde sagen, ich mache mich auf den Weg und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich da bin. Bis dann! Hi, wie versprochen bin ich jetzt bei der Finja und die sitzt hier neben mir. Ja. Und wir haben hier mal vorbereitet, so als schon mal kleiner Einblick. Ich habe hier Lieblingsspielzeug. Schön. Ganz aufmerksam. Und wollen wir uns mal angucken, wie schnell die Finja den ganzen hinterherrennen kann. Und ihr müsst wissen, Hunde können gut und gerne über 40 km/h schnell werden. Das heißt, fast so schnell wie Autos auf einer ganz normalen Straße. Das ist schon Hammer, oder? Oh, nicht schlecht. Wir waren gestern schon ein bisschen unterwegs und haben da ein bisschen was fertig gemacht und ich zeige euch das jetzt einfach mal und erzähle euch dabei so ein bisschen was über Hunde. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Hunde können so schnell laufen, weil sie evolutionär darauf angewiesen sind. Sie gehören zu den Raubtieren, genauer genommen zu den Wölfen, und haben ihre Beute eben gejagt. Und naja, da sich niemand so gerne essen lässt, mussten sie den anderen Tieren eben hinterherlaufen. Vor etwa 17.000 bis 100.000 Jahren, man ist sich da nicht so ganz sicher, begannen die ersten Menschen Wölfe zu domestizieren. Das heißt, dass sie diese gezielt so gezüchtet haben, dass sie Aufgaben übernehmen konnten, was wilde Wölfe niemals tun würden. So sind über 300 verschiedene Hunderassen gezüchtet worden. Diese haben verschiedene Zwecke. Es gibt etwa Hirtenhunde, Wachthunde, Jagdhunde, Zugtiere, Gebrauchshunde, wie Blindenhunde oder Spürhunde. Hunde sind also ganz schön vielseitig. Und all diese verschiedenen Verwendungszwecke erklären auch, warum Hunde so unterschiedlich aussehen können. Es gibt, wie ihr ja wisst, kleine, große, kräftige, drahtige, welche mit kurzen oder langen Fellen und. Doch Hunde nehmen die Welt ebenfalls ganz anders wahr als wir. So können sie zum Beispiel Töne hören, die so hoch sind, dass wir sie gar nicht wahrnehmen können, selbst wenn wir es versuchen. Doch auch die Nase von Hunden funktioniert ganz anders als unsere. Sie ist viel sensibler und kann in einer Minute bis zu 300 Mal einatmen. Zusätzlich haben sie ein Organ, wodurch sie Gerüche so wahrnehmen, als wenn sie schmecken würden. Na schon, faszinierend, nicht wahr? Dafür sehen wir aber besser als Hunde. Das liegt zum einen daran, dass wir größer sind als sie und somit weiter gucken können. Und zum anderen sind Hunde Dichromaten. Lange Zeit dachte man, dass sie nur schwarz-weiß sehen könnten. Doch mittlerweile weiß man, dass sie sehr wohl Farben wahrnehmen, nur eben anders als wir. Rottöne sind für Hunde gelb. Und dieses Bild hier sieht für Hunde etwa so aus. Ganz schön spannend, was Hunde so alles drauf haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.